Das ist der Toni aus dem Kanton Wallis. Toni, wie bist du dazu gekommen, bei Bauerledig gesucht mitzumachen? Ich bin hier dazu. Von der Dächter, die gesagt hat, man gesagt, jetzt sollte ich mal wieder eine Frau auf den Hof. Und du tust dir selber eine Haufen Arbeit an. Und das immer allein machen, ist hart. Du tust mal den dich auch schon. Eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich mich endlich überwinden konnte und sagen, jetzt mache ich es, jetzt melde mich an. Dann ist es schon wichtig, eine Frau zu finden, die auf dem Betrieb mit anpackt. Ja, das bedeutet mir sehr viel, wenn sie euer Interesse hat. Und das muss einfach beidseitig zusammen harmonieren. Sei das da gerade sofort alles immer nach dem Einpunkt. Das gibt es sicher nicht. Und das kann man nicht verlangen. Man muss eins, drei einleben. Schauen, wie alles zusammen vorangeht und sieht, weil wir sind halt extrem im Berggebiet, weil wir sind alles in Bergzone 3 und 4 und das ist ein Herzschaffen, gibt es eine Haufen Handarbeit und das ist auch nicht für jedermann. Mhm. Kannst du schnell etwas über deinen Betrieb sagen, über die Grösse? Ja, die Grösseordnung ist mein Betrieb zwischen 15 und 16 Hektar und ich mache also im Winter Kalbermast und von den jungen Kühen die Waschmuni fast alles privat vermarkten, sodass immer etwas, was etwas einkommt. Und wir müssen halt schauen, mit den ganzen Zahlungen und dem ganzen Zeug, dass nicht einmal das, was hinterher drin ist. Weil es hinter mit der ganzen Maschinenpark. Und wenn du das alles zusammen selber hast, weil bei dir im Wald ist eher so die Tendenz, einander helfen, mit Maschinen aushelfen oder so, ist der Tisch gesagt, vorbei. Das mhm. ist, heute muss fast jede Maschine selber haben für die Arbeit. Mhm. Du hast nicht nur Maschinen, du hast auch noch Ehringer-Kühe, gell? Das ist die grosse Leidenschaft in diesem Fall. Das ist, bis ich habe vorher reine brüne Kühe gehabt und durch die Käserei ist Konkurs gegangen und haben da Probleme gehabt mit der Vermarktung und allem zusammen, und ich mich einfach entschlossen. Ich habe ein Jahr keine Tiere mehr gehabt und dann bin ich ins Durmatal in den Alp gegangen und da sind Ehringer Kühe und von da weg sind mir die Kühe so ein bisschen, ich bin da hier gewesen, von da weg sind mir die Kühe so ein bisschen ins Blut gewachsen und habe da aus der ganzen Herde habe ich zwei Kühe gekauft und so hat es angefangen und anfangs habe ich natürlich immer nur gesagt, als Hobby, zwei, drei Kühe neben zu auf die Arbeit. Und das hat mich einfach im Nachhinein hat mich das so mitgerissen. Ich wollte immer mehr wollen und auch im Züchten anfangen, so wie es davor mit den braunen Kühen hatte. Und so hat es einfach angefangen, dass ich die Arbeit habe lassen und mich einfach voll für Ehringer Kühe interessiert und uns jetzt heute betreiben. Mhm. Und jetzt würdest du wünschen, dass der Hof da auch noch so ans Herz wächst wie Kühe? Ja, ich stellte das mir vor und das wäre sicher das Ziel von dem und wäre auch schön, wenn ich euch daran interessiert bin an dieser Ehringer-Kühe. Weil charaktermässig also ist sicher ein sehr umgängliches Tier, die Ehringer-Kühe. Mhm. Aber eben, dass der Frau würde ans Herz wachsen, das wäre schon auch wichtig. Ja, sicher, dass die Frau einfach euch sagt, ja, ich bin euch für dich da und weil die lieben Ehringer, die Kühe aufbauen und sich. Aber das kann man nicht verlangen von heute auf morgen. Das braucht alles seine Zeit, das wie meine Ehringer zucht. Auch. Schon nicht von heute auf morgen bin ich vorher dabei gewesen. Ich habe Höhe tief und hoch gegeben. Und ich tue jetzt hoffe, dass die Partnerin daran auch Interesse hat. Und nachher, dass wir auf dem Bestand, wo ich jetzt bin, dass wir wirklich mal einen grossen Erfolg erzielen können. Ja, also dann hoffen wir, dass das mit dem Kühekampf auch mit der Liebe gut kommt und wünsche dir alles Gute. Danke vielmals.